Familien sind ekstatisch, wenn sie herausfinden, dass sie ein Kind erwarten. Wir alle haben das schon beobachtet. Doch manche Menschen bekommen einen noch größeren Schock, wenn sie herausfinden, dass sie mehrere Babys bekommen. Mehrlinge zu bekommen ist selten. Die Chance, Drillinge zu kriegen, liegt bei 3 zu 100. Aber für die Familie Howard waren die Chancen sogar noch geringer. Ihre seltenen Drillinge waren 1 aus 500 Billionen. Schau dir dieses Video weiter an, um zu sehen, wie die verrückte Reise dieser Familie verlief. Amy und Michael Howard aus Long Island, New York, träumten davon, eine Familie zu haben. Im Alter von 37 Jahren erfuhr Amy, dass sie schwanger war. Sie war so glücklich und aufgeregt und konnte es kaum erwarten, ihr Kleines kennenzulernen. Was sie jedoch nicht wussten, war, dass die nächsten Monate unerwartete Ereignisse mit sich bringen würden. Amy ging während ihrer Schwangerschaft zu Routineuntersuchungen. Während einer dieser Untersuchungen zeigte der Ultraschalltechniker den neuen Eltern ihr Baby. Das Pärchen war so glücklich. Der Techniker schaute sich weiter um und stellte fest, dass es noch ein zweites Baby gab. Amy und Howard waren überrascht. Nach einer kurzen Pause teilte der Techniker dem Paar mit, dass es 3 Herzschläge gab. Das war der Moment, in dem sich das Leben der Familie Howard komplett veränderte. Die beiden waren fassungslos, als sie erfuhren, dass sie Drillinge erwarteten. Es dauerte einige Zeit, bis die beiden diese Information verdaut hatten. Amy sagte, dass sie während dieses Termins unter Schock stand und erinnert sich, dass sie hysterisch weinte und sich schrecklich fühlte. Sie sagte, ich brauche ein bisschen Zeit, um mich an den Gedanken zu gewöhnen. Die meisten Eltern, die zum ersten Mal ein Kind bekommen, sind sowohl aufgeregt als auch verängstigt wegen der Verantwortung, die ihr neues Bündel Freude mit sich bringt. Bei Amy und Michael war diese Verantwortung gleich 3-mal so groß. Ein Baby ist eine Menge Arbeit, aber jetzt waren es 3. Die werdenden Eltern mussten sich 3-mal so viele Windeln, Fütterungen und Kleidungswechsel vorstellen, aber auch 3-mal so viel Glück, Lachen und Umarmungen. Mehrlingsgeburten sind üblich, wenn ein paar Fruchtbarkeitsbehandlungen durchgeführt wurden, um schwanger zu werden. Bei Amy und Michael war dies jedoch nicht der Fall. Ihre Drillinge wurden auf natürliche Weise gezeugt und Mike sagte, ich glaube, wir hatten einfach Glück. Das Paar begann schnell für sein neues Leben als Eltern von 3 Kindern zu planen. Im Oktober 2013 wurden die Drillinge geboren. Amy und Mike verliebten sich sofort in ihre Kinder und alle ihre Sorgen und Ängste über die Zukunft lösten sich auf, als sie ihre 3 Babys ansahen. Sie hatten nun 3 bezaubernde kleine Jungen. Sie ahnten jedoch nicht, dass die Dinge eine beunruhigende Wendung nehmen würden. Hunter und Jackson sind eineiige Zwillinge und Caden ist der zweieiige Bruder. Das bedeutet, Hunter und Jackson teilten sich den gleichen Wachstumsraum, während Caden alleine war. Es ist völlig normal, dass Eltern, die zum ersten Mal ein Baby bekommen, sich über jedes Geräusch oder jede Bewegung Sorgen machen. Aber vom ersten Moment an wussten sie, dass etwas nicht stimmte. Amy und Michael liebten ihre 3 Jungs und hatten Angst um ihre Gesundheit. Etwas an der Form der Köpfe der Babys machte den Ärzten Sorgen. Keiner der Jungen hatte eine typische Schädelform. Caden hatte einen dreieckig geformten Kopf mit einer spitzen Stirn. Die Zwillinge Jackson und Hunter hatten Schädel, die hinten herausragten. Die 3 Jungen hatten sich nicht wie erwartet entwickelt und die Eltern versuchten, von jedem im Krankenhaus Antworten zu bekommen. Offensichtlich war etwas mit den Babys nicht in Ordnung, aber sie wussten nicht, was es war und fühlten sich hilflos. Babys haben typischerweise direkt nach der Geburt einen leicht deformierten Kopf, der sich nach der Geburt selbst korrigiert. Zuerst dachten die Ärzte, dass sie vielleicht nicht genug Platz gehabt hatten, um zu gedeihen. Dies könnte dazu geführt haben, dass die Köpfe leicht missgebildet waren. Die Howards und das medizinische Personal hofften, dass sich ihre Köpfe wieder normalisieren würden. Sie waren jedoch am Boden zerstört, als sie hörten, dass die Ärzte sich nicht so sicher waren, dass die Lösung so einfach sein würde. Es wurden mehrere Tests für die Jungen angeordnet und Amy und Michael warteten ängstlich auf die Ergebnisse. Sie wollten nur eine Diagnose, sodass sie mit der Behandlung fortfahren konnten. Die Antwort, mit der die Ärzte zurückkamen, kam unerwartet. Die Babys hatten eine Erkrankung,
die als Kraniosynostose bekannt ist. Die frisch gebackenen Eltern hatten keine Ahnung, was das ist und was das für die Zukunft ihrer Kinder bedeutete. Kraniosynostose führt dazu, dass ein Baby mit einem missgebildeten Kopf geboren wird. Abgesehen davon, dass es körperlich anders aussieht, kann dieser Zustand später zu Schwierigkeiten führen. Es kann zu Kopfschmerzen und Lernschwierigkeiten führen, die sich erst später in der Kindheit entwickeln. Es gibt verschiedene Arten der Krankheit, je nachdem, welcher Bereich des Schädels betroffen ist. Die Jungen hatten alle unterschiedliche Anomalien in der Knochenstruktur ihres Schädels. Die Ärzte waren schockiert, als sie feststellten, dass alle drei Drillinge eine Kraniosynostose hatten. Dieser Zustand wird laut Mediziner normalerweise durch eine vorzeitige Verschmelzung der verschiedenen Teile des Schädels verursacht. Das bedeutet, dass der Schädel in bestimmten Bereichen aufgehört hat zu wachsen. Um dies zu kompensieren, wächst der Schädel in einem anderen Bereich zu stark, um den Druck auf das Gehirn auszugleichen. Es war unglaublich selten, dass drei Babys mit demselben seltenen medizinischen Zustand geboren wurden. Die Chance lag bei 1 zu 500 Billionen. Ärzte aus der ganzen Welt interessierten sich für die Howard-Drillinge und gaben ihre Meinung und medizinische Ratschläge ab. Die Risiken bei Kraniosynostose können Menschen bis ins hohe Alter beeinträchtigen. Wenn keine Korrektur vorgenommen wird, würde der Schädel weiter abnormal wachsen und Druck auf das Gehirn ausüben. Die Krankheit bedeutete für diese Kinder Stress und zahlreiche Herausforderungen. Amy und Mike hatten große Angst um die Zukunft ihrer Jungs. Obwohl die Babys zu diesem Zeitpunkt erst ein paar Wochen alt waren, wussten die Ärzte, dass sie etwas unternehmen mussten. Wenn sie der Krankheit ihren natürlichen Verlauf ließen, könnte das Problem immer schlimmer werden. Sie stellten Amy und Mike vor eine schwere Entscheidung, die kein Elternteil treffen möchte. Bei allen drei Jungen wurde ein CT-Scan durchgeführt. Da es sich um einen so seltenen Fall handelte, wollten das Krankenhaus und die Gesundheitsbehörde den Verlauf dokumentieren und überwachen. Dies war eine einmalige Gelegenheit für Ärzte und Forscher. Alle waren sich einig, dass die Drillinge eine Operation benötigen würden, um ihre Schädel zu korrigieren. Obwohl sie erst 9 Wochen alt waren, wurde alles vorbereitet. Amy und Mike wussten, dass die Operation die beste Möglichkeit für die Zukunft ihrer Kinder war, aber sie hatten Angst, weil diese Art von Eingriff noch nie an Drillingen durchgeführt worden war. Es ist schon beängstigend genug, seine Kinder operieren zu lassen, aber es waren drei von ihnen, die sich alle der gleichen riskanten Operation unterziehen mussten. Die Prozedur würde etwa 3 Stunden dauern. Dr. Chesler ist ein pädiatrischer Neurochirurg, der in demselben Krankenhaus arbeitete, in dem die Jungen geboren wurden. Er und sein Team waren für alle vorherigen Untersuchungen der Jungen verantwortlich und würden nun den Eingriff durchführen. An den Köpfen der Kinder musste ein kleiner Einschnitt gemacht werden. Der Arzt würde ein Endoskop in einem harmonischen Skalpell verwenden, um einen Knochenstreifen am Schädel zu entfernen. Wenn dieser Teil herausgenommen wird, können die Knochen wieder zusammenwachsen und sich neu formen. Amy und Mike warteten ungeduldig, bis ihre Neugeborenen aus dem OP kamen. Obwohl sie so nervös und verängstigt waren, wussten Amy und Mike, dass all dies notwendig war, damit ihre Kinder ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben führen konnten. Zum Glück wurden alle drei Babys erfolgreich operiert. Die Ärzteschaft war begeistert, dass die Operation wie geplant durchgeführt wurde. Allerdings waren die Jungen noch nicht aus dem Schneider. In den kommenden Monaten und Jahren würden die Knaben mit Helmen ausgestattet werden, um ihre Köpfe zu formen. Für den Moment waren sie gesunde, glückliche Babys und hatten Spaß, miteinander und mit ihren Eltern zu spielen. Ein Jahr nach der Operation ist Dr. Chesler sehr zufrieden mit den Fortschritten. Man merkt nicht, dass sie operiert wurden, es sei denn, man sucht nach den Narben, sagt er. Alles verlief genau wie geplant. Wenn du gerne von diesen herzerwärmenden Geschichten hörst, solltest du unbedingt den Gefällt mir und Abonnieren-Button unten drücken. So erhältst du unsere Geschichten direkt in deinen Posteingang.
Was für ein glückliches Ende für Amy, Mike, das medizinische Personal und natürlich für ihre drei glücklichen, wunderschönen Jungen. Es ist so inspirierend zu sehen, wie die medizinische Gemeinschaft aus der ganzen Welt zusammenkam, um diesen kleinen Babys zu helfen.